Also, ich probiere mit dem neuen Video. Ja, wie ihr seht, liegt hier meine Kupfer-EDC-Sammlung vor euch. Sie ist schon wieder gewachsen. Ich habe hier eine neue Taschenlampe und hier ist auch was drin, was ich euch heute zeigen möchte. Wenn ich mal meine Messer- und Taschenlampe-Kombination nicht in der Hosentasche tragen möchte, habe ich hier den Pocket Quiver von Vanquest. Hier hinten kann man seine Karten reinmachen. Ich habe jetzt hier meine Visitenkarten drin. Man könnte das als Geldbörse nutzen, also mit Führerschein, Ausweis und so weiter, könnte man hier reinmachen. Und dann kann man halt hier beliebig seine Tools reinmachen und kann die dann praktisch in der Hosentasche, in der Seitentasche, in der Jacke oder wo auch immer mit sich führen und hat halt eben sein ganzes Krempel dabei und hat es nicht in der Hosentasche, wer das eben nicht mag. Und hier außen ist noch eine Schlaufe, da könnte man eben dann noch einen Stift einsetzen. Mir ist jetzt natürlich dieser große Olight Pen viel zu groß. In der Hosentasche funktioniert es nicht so gut. In der Tasche, im Rucksack oder so würde das noch funktionieren. Aber mir ist der einfach zu lang. Und da habe ich mich ein bisschen umgeschaut, was es da so an kleinen Sachen gibt. Und ich bin bei MacArmy fündig geworden. Ja, und MacArmy war so freundlich, mir den TPX8, einen Mini Bold Action Tactical Pen, zur Verfügung zu stellen, damit ich euch zeigen kann, und das machen wir jetzt auch. Das Ganze kommt hier in dieser Plastikkiste. Hier hinten sieht man nochmal die Bezeichnung TPX8 Copper. Ja, die Box selber ist so ein einfaches Plastik, aber sie reicht dafür aus, um Kleinkram zu transportieren. Finde ich schon ganz cool. Wir haben hier so vier Schnallen, um das Ganze zu verschließen, und dann seht ihr schon den ganzen Inhalt. Hier ist ein bisschen Ersatzdichtringe, dann ein ziemlich cooler Gummi-Klett-Patch, der kommt an meine Jacke, sehr geil. Eine Dankeschön-Karte mit den Social-Media-Adressen und einem Werkzeug, wo ich tatsächlich noch nicht rausgefunden habe, für was das sein soll. Ja, und so haben wir hier eine gepolsterte Innenseite, hier kann man auch Kleinkram mit transportieren, ist wahrscheinlich auch einigermaßen wasserdicht, finde ich eigentlich ganz nett, aber es geht ja nicht um diese Schachtel, sondern es geht ja hier um diesen Pen. Ihr seht, es ist ein kleiner Pen, es ist ja auch ein Mini-Pen, der mit dem D-Ring hier oben zum Beispiel am Schlüsselbund getragen werden kann oder mit dem Karabiner am Rucksack und so weiter, aber schauen wir ihn jetzt erstmal doch im Detail an. Also ihr seht ja, Kupfer, noch sehr hell, noch also ohne Patina, wenn wir mal vergleichen mit dem Stift, den ich schon sehr, sehr lange in Benutzung habe. Der ist schon wesentlich mehr mit Patina überzogen, sage ich mal. Hier oben haben wir ein Titanium D-Ring. Hier ist MacArmy nochmal aufgelasert, aufgedruckt, und hier nochmal die Titanium-Bezeichnung. Das Ganze ist hier mit so einem Schlitzschrauber fixiert. Das kann man also auch wegmachen, wenn man das möchte. Und hier oben kann man dann eben den Karabiner einhängen und kann das Ganze dann irgendwo hinhängen. Ich habe da was anderes vor, das zeige ich euch gleich. Ja, legen wir den Stift mal hin, um zu gucken, was wir für eine Länge hier haben. Mit angeschraubtem D-Ring haben wir hier eine Länge von 8,7 cm. Und wenn man jetzt das abschrauben würde, hätte man noch knapp 8 cm. Vom Gewicht her, legt man mal auf die Waage, allem drum und dran haben wir hier 32 Gramm, also ist wirklich ein schönes Leichtgewicht, was dann einfach nicht großartig aufträgt. Ja, vom Design her haben wir hier nochmal MacArmy aufgelasert, kann man lesen, TPX8, spiegelt so ein bisschen, aber ich denke, man kriegt es ganz gut gelesen. Dann haben wir halt oben diesen Titanium D-Ring, habe ich ja schon gesagt. Hier oben haben wir 6 Löcher. Dort kann man so Tritiumstäbe einsetzen, die werden dann hier so reingeklebt. Ich suche mal ein Bild, dann blende ich euch das mal ein. So kann man seinen Pen nochmal individualisieren. Hier der Körper ist ein bisschen tailliert und gleich geriffelt. So hat man einen ganz guten Halt. Und ansonsten hat man halt hier so 2 so Rillen eingearbeitet. Einfach ein bisschen fürs Design. Ansonsten sehr, sehr schlicht, ist nicht viel dran. Hier der Bolt Action eben, so löst man die Mine aus und kann die Mine auch wieder einholen.
Das Gewinde hier vorne lässt sich wunderbar aufschrauben. Wir haben hier, ups, bleibt da, ein schön sauberes Gewinde. Ein O-Ring hier vorne, damit da einfach jetzt keine Feuchtigkeit reinkommt. Wobei, ja, es hier vorne ja sowieso rein könnte. Aber sauber verarbeitet. Dann haben wir die übliche Feder. Und hier ist eine Lamy M22 Mine eingelegt. Das heißt also, für Zubehör sollte da keine Probleme entstehen. Und dann haben wir halt hier das Hinterteil. Da ist nichts mehr dran, außer eben das Innengewinde. Den Mechanismus für die Mine. Bauen wir alles wieder zusammen. Und ihr seht, also es lässt sich wunderbar schrauben. Und ja, mit diesem Griff hier kann man auch wunderbar also Kleinigkeiten aufschreiben, was unterschreiben irgendwo. Und hat halt immer einen Stift parat, der nicht großartig aufträgt. Hier oben kann man dann, wie gesagt, einen Karabiner einhängen. Dann kann man sich das Ding irgendwo hinhängen. Mein Plan ist, mir dort Paracord durchzuziehen oder ein Lederbändel. Ich habe hier solche Kupferbeads, die hat mir der Outer Buddy neulich mal mitgebracht. Grüße und vielen Dank nochmal. Die mache ich mir dann da wahrscheinlich irgendwo ran. Ich denke mal, den da werde ich nehmen. Der gefällt mir schon ganz gut, wobei die hier auch cool sind. Mal schauen. Ja, dann werde ich mir das da oben dran machen und dann ist es so ein bisschen ja, cooler, wenn dann der Pen hier drin steckt, dann hängt der Bändel hier raus und dann kann man den Pen auch leicht da rein und rausholen. Ja, mehr gibt es gar nicht zu sagen zu dem Pen. Ein schöner, kleiner EDC Tactical Pen mit ein bisschen Spielfaktor, mit durch die Bolt Action. Ja, und wie gesagt, hier mit diesen Löchern ein bisschen individualisierbar. Und ja, mir gefällt der richtig gut. Ich sage danke fürs Reinschauen, Leute. Ich sage natürlich auch danke an Mac Army fürs Bereitstellen dieses Pens. Unten den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr Lust habt. Lasst einen Daumen nach oben da. Und aktiviert auch die Glocke, dass ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Also, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Haltet die Ohren steif. Bis dann.